Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Start ins Wochenende, meine Freunde. Hier ist euer Tobi. Ich zeige euch jetzt, wie ihr bei der Mein Spessart-Bahn bei TSW 3 die Streckeneinführung machen könnt, für alle, die es bei TSW 2 nicht mehr konnten. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes müsst ihr auf Einstellungen gehen. Dann auf Steuerung. Und dann seht ihr ja oben schon, was da steht. Und da müsst ihr dann mit dem Steuerkreuz auf klassische Steuerung umändern. Dann mit Optionstaste auf Anwenden. Und dann könnt ihr die Streckeneinführung einmal starten. Willkommen bei der Main-Spessart-Bahn, genau. Dies ist Bahnhof Lohr auf der Main-Spessart-Bahn. Folgen Sie den Markierungen durch die Station zu einem Zug. Ja, wird gemacht. Jetzt müssen wir einfach auf den Zug warten. Wir können dann ja später über die Einstellung die Steuerung auch wieder umändern auf die Standardsteuerung von TSW2. Aber ihr müsst, wie ich es euch eben gezeigt habe, auf klassisch gehen, weil sonst könnt ihr das die Streckenanführung nicht machen. Da kommt unser Zug ja schon. Jetzt einsteigen, genau. So, das jetzt mal. Mit der Main-Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR-146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis es weitergeht. Trainsim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Erkunden wir jetzt das Äußere dieses Zuges. Jo, wird gemacht. Auf die Frontkamera, genau. Weitere interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden.
Ja, und da hängt's jetzt anscheinend. Ah nee, sieht weiter aus. Sehr schön. Eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen in Bayern, bei einer der stärkst befahrenen Güterstrecken Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessart-Rampe. Kommen Sie am Gipfel von Heigenbrücken an. Oh, haben Sie mir den Teich rausgenommen. Und fahren Sie hinab zum Ostkreuz musste, meine Freunde. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Main-Spessart-Bahn. Auf jeden Fall, für den Fall, dass ihr das mit dem Dreieck doch noch haben solltet, meine Freunde, habe ich euch ja gezeigt, wie es geht. Ich könnte es jetzt nochmal wiederholen, aber er wird genauso laufen wie eben gerade auch. Aber komm, was soll's. Mal gucken, weil irgendwas hat gefehlt. Wir haben sie das rausgenommen. Dies ist Bahnhof Lohr auf der Main-Spessart-Bahn. Folgen Sie den Markierungen durch die Station zu einem Zug. Ja, das hatten wir eben gerade schon mal. Im Zug habe ich eine Option vermisst. Normalerweise hätte man ein Dreieck drücken müssen, aber egal. Ja, wenn sie es rausgenommen haben, haben sie es rausgenommen, aber trotzdem macht es, so wie ich euch jetzt gezeigt habe, mit der klassischen Steuerung. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr die Streckeneinführung abschließen könnt. Dann steigen wir halt irgendwie ein. Nochmal. Mit der Main-Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR-146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. Irgendwas hat ihnen gerade wirklich gefehlt. Sonst musste man ja immer noch irgendwie auf ein Dreieck drücken, aber egal. Irgendwie haben sie das rausgepatcht, damit das nicht mehr muss. TrainSim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Ja, bis mal. Jetzt das Äußere dieses Zuges. Jo, wird gemacht. Wir sollen auf die Frontkamera, okay.
Weitere interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden. Ja, das dauert jetzt hier ein bisschen, das wissen wir ja. Ja, da müsst ihr euch ein bisschen Geduld aufbringen, bis das reagiert. Jetzt. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen in Bayern, bei einer der stärksten Fahrten Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessartrampe. Kommen Sie aber ihr seht ja, es geht weiter. Es ist jetzt bei beiden Malen weitergegangen, meine Freunde. Zur Ostgrenze an Gmünden am Main. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Main-Spessartbahn. Ihr habt es gesehen, bei beiden Malen hat es geklappt. Und so könnt ihr die Streckeneinführung abschließen, meine Freunde. Dann zurück ins Hauptmenü. Und dann könnt ihr auch hier rüber auf die Einstellungen gehen. Dann wieder auf Steuerung zurück. Steuerung. Und dann könnt ihr hier wieder auf die PSV2-Steuerung umschalten. Und dann wieder mit Option-Taste anwenden. Dann habt ihr wieder die Steuerung wie im PSV2. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, dass ihr jetzt auch die Streckeneinführung bei meinen Spessartbahn bei TSW3 abschließen könnt. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen, auch über einen Kommentar, ob ich euch helfen konnte. Ja, und ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Schaut auch gerne bei Pat der Maulwurf, Margot Kree, Lars von Mindenplay und Punisher 12 Gaming vorbei. Das sind auch alles gute Kollegen von mir. Und ich bin jetzt immer wieder raus für heute und sage ciao, servus, bis bald, euer Tobi.